Übrigens, ist Ihnen heute aufgefallen, wie warm es hier ist? Ja, doch, das muss man den Fernsehzuschauern sagen, wir sind noch im September, Sie sind schon im Oktober, hier wird noch geheizt. Ja, beim Fernsehzuschauer nicht mehr. Am 1. Oktober. Nee, weil ab 1. Oktober müssen alle öffentlichen Gebäude und Zelte maximal auf 19 Grad runtergekühlt werden. Also das sind dann in erster Linie Klimaanlagen dann im Einsatz. Nee, das hat unser Superminister, der Habeck, hat das so anberaumt. Und der hat uns ja auch jetzt richtig heftig eingeschworen auf harte Zeiten. Also das prallt ja an mir ab, ganz ehrlich. Nee, weil dass das Leben an sich eine harte Angelegenheit ist, ich kannte es nie anders. Und da muss ich meinen Eltern Dank aussprechen, weil ich wurde schon, eigentlich schon fast vor der Geburt schon darauf vorbereitet, dass das Leben eine harte Angelegenheit ist. Weil, gut, ich rede es da eigentlich sehr ungern drüber, aber ich war eine ungewollte Schwangerschaft. Also ich wollte nicht. Nee, für meine Eltern war ich Wunschkind, schlechthin. Ich war noch gar nicht geboren, dann haben meine Eltern immer gut zugeredet. Du, haben gesagt, du, jetzt komm doch erst mal raus, schau dir das alles mal an, dann kannst du das immer noch überlegen und so weiter. Und ich muss sagen, kaum war ich dann auf der Welt, haben meine Eltern dann relativ früh angefangen, mich auch längere Zeit mal allein zu lassen, damit ich auch wirklich allein im Leben klarkomme. Und im Alter von 2 Jahren hatte ich da sehr schönes Erlebnis. Da bin ich bei uns daheim auf der Couch herumgehupft, habe mit meinem Vater gespielt. Und auf einmal geht mein Vater so 1 Meter weg von der Couch, öffnet die Arme und sagt, mein Sohn, spring. Und ich spring und da hat es mich voll auf die Schnauze gehauen. Ja, weil mein Vater ging auf die Seite. Da hat er mich von der Seite angeschaut und gesagt, mein Sohn, traue niemandem außer dir selbst. Und schauen Sie, drum bin ich auf alles vorbereitet. Ja? Aber da sieht man, der Umgang mit Kindern und mit der Jugend war immer schon ein diffiziles, aber wichtiges Anliegen. Man ist in den letzten 1-2 Jahrzehnten auch ein bisschen sensibler geworden für dieses Thema. Drum wurden auch immer öfter Rufe laut nach mehr Sozialpädagogen, Jugendpsychologen und so weiter. Nur gerade in der Provinz draußen, da wo ich auch herkomme, da ist es so, dass da schon ein Mangel an diesen Experten herrscht. Aber ist gar nicht so schlimm, weil diese Jobs übernehmen bei uns dann eher, sagen wir mal, die Jugendtrainer im Fußballverein. Die sind ja bestens ausgebildet dafür und ich hatte, wie lange ist das her? Ich glaube so vor 15, 16 Jahren mal das Vergnügen, da so einen Jugendtrainer quasi live in Action zuzuschauen. Der hat da auch nur gesagt, hey, Goran, da links, Goran, links, links geht der Mehmet, links du Depp, nicht rechts, hast du Wabtschitsch in die Ohrwaschel oder was? Genau, da, Respekt, da, Mehmet, schau, der Franz, hey, so super, du, das war ja fast eine Kombination. Ich sag dir eins, ich habe so eine Gaudi mit den Burschen. Du, aber eins sag ich dir gleich, bei denen, da musst du dauernd dahinter sein. Verstehst? Bei denen, da musst du dauernd dahinter sein. Mein Motto war schon immer Präventivität. Ich habe schon immer gesagt, was die Burschen brauchen, ist Präventivität. Und zwar vorher. Verstehst? Weil Präventivität hinterher, die kannst du uns nie nageln. Verstehst? Na du, manchmal frage ich mich oft, sag mal, sind wir noch Fußballtrainer oder irgendwie so Sozialjugendpsychoblödsinn? Verstehst? Na, manchmal frage ich mich oft, sag mal, müssen wir da unseren ehrenamtlichen Kopf hinhalten, bloß weil die Jugend in der Schule kläglich versagt? Ich glaube aber schon eher, dass ja eher die Schule bei der Jugend versagt. Weil du, drum kriegen doch die das, was wirklich wichtig ist, das kriegst du doch bei uns mit. Verstehst? Respekt, Dynamik, Durchsetzungsvermögen. Verstehst? Weißt du, was ich immer sage? Ich sag immer, wer seinen Gegenspieler im Griff hat, der sagt auch Stopp, wenn der Pfarrer nachschauen will, ob der Bub eine Vorhautverengung hat. Das sag ich immer. Hey, was ist da los? Hey, Abdul, komm. Abdul, geh mal sauber drauf. Zweikampf, wie im Training. Genau, sauber drauf gehen. Drauf gehen, geh weiter. Abdul, drauf gehen, nicht draufsetzen. Ja, okay, weil du tust den von seinem Brustkorb runter. Verstehst? Ja, Abdul, das ist doch kein Amerikaner. Verstehst du? Du nicht mal gepackt hat. Na, verstehst du? Ich habe kein Problem mit Integration. Verstehst? Aber dann bitte für alle. Verstehst du? Das ist doch nicht automatisch so, dass ein ausländisches Kind gestörter ist wie ein deutsches. Verstehst? Na, im Gegenteil. Na, weißt du, was ich immer sage? Na, weißt du, was ich immer sage?
Ne, weißt du, was ich immer sage? Ich sag immer, ob du heute in Kabul im Straßenkampf hockst oder bei uns im Fernsehen da so eine Daily Soap anschaust, das haut dir die gleiche Delle in die Genetik. Das sag ich immer. Verstehst du, da ist der Schritt zu den Drogen nicht mehr weit. Verstehst du? Da sind doch wir dafür da, dass die Burschen eine vernünftige Alternative zur Realität kriegen. Verstehst du? Was ist denn da los? Hey, was? Was, du kannst nicht mehr? Ja, wenn du nicht mehr kannst, dann haust du noch gleich um. Verstehst du? Ich sag immer, zutraulich wird so ein Bub erst, wenn er merkt, hey, der Trainer hört mir zu. Verstehst du? Der nimmt sich Zeit für mich, der ist für mich da. Verstehst du? Und wenn du dann einmal nach dem Training mit ein paar so Burschen einmal dich ein bisschen zusammenhockst und einmal fünf halbe saufst, verstehst du? Du kannst dann einmal über Probleme wie Drogen und so weiter mal ein bisschen diskutieren. Verstehst? Verstehst? Ja, weil anders kriegst du die Burschen kaum noch. Die sind doch sonst den ganzen Tag sind doch die komplett verkabelt. Verstehst? Du, dabei wollen die gar nicht in Ruhe gelassen werden. Verstehst? Dabei wollen die eine klare Ansprache und klare Regeln. Nein, weil die Burschen, die brauchen noch einen Schiedsrichter abseits vom Platz. Verstehst? Der denen einmal im Alltag sagt, wo es lang geht. Freut, das ist wie beim echten Fußball auch. Verstehst du, wenn der Schiedsrichter pfeift, das musst du dann mal akzeptieren, ob dir das passt oder nicht. Ja, sag mal, Schiedsrichter, was pfeifst du heute wieder? Okay, weiter, okay. Boah, hey, Schiedsrichter, die haben sie direkt ins Hirn geschossen. Was? Das? Faul. Ja, freilich. Okay, wo war das ein Faul? Da, wo der herkommt, ist das eine Sympathiebekundung. Verstehst du? Burschen, ist das Einsatz oder was? Ja, okay. Hey, ist das eine Viererkette? Was macht ihr da vorne? Hey, Sepp, was machst du da vorne? Geh mal zurück, du stehst da gerade im Abseits. Hey, Sepp, so sofort raus, wie wenn ich die heute noch mal im Abseits sehe, dann muss morgen die Damen umkleiden putzen. Verstehst du? Nein, Sepp ist eine Härtewahl. Sepp war lange im Abseits. Sepp war gar nicht. Weißt du, Sepp ist so ein Ding. Na, wie sagt man, da warst du ja so alleinerziehend. Ja, also seine Mama. Verstehst? Und das ist hartes Los. Verstehst? Der Sepp, du musst dir vorstellen, da fehlt der Vater daheim. Verstehst? Alleinerziehend und dann fehlt auch noch der Vater daheim. Verstehst? Du, ja, da musst du mal rumschauen, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Bei 80% von den Alleinerziehenden fehlt der Vater daheim. Verstehst? Wie soll da was weitergehen? Verstehst? Und der Sepp, der ist damals, da habe ich den noch gar nicht kennt, vor 100 Metern habe ich den gesehen, habe ich gleich gesagt, das sehe ich gleich, da fehlt der Vater daheim. Verstehst? Nein, verstehst? Sepp, am Anfang, wenn du im Training gesagt hast, Sepp, wir haben einen Zweikampf, da hat er dem anderen das Kniegelenk ausgebaut. Verstehst? Da habe ich gesagt, schau her, das kommt raus, da fehlt einfach der Vater daheim. Und da müssen wir uns kümmern. Ja, freilich müssen wir, ich meine, schau dann den da mal an, das ist doch ein Schicksal. Ist das doch, oder? Das musst du dir vorstellen, du, dem fehlt der Vater daheim, verstehst du, und die Mama null Ahnung vom Fußball. Du, also das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Servus.